Diesen Beitrag präsentieren die niederösterreichischen Umweltverbände. In Niederösterreich werden jährlich 150.000 Tonnen Biomüll gesammelt. Das sind fast 90 Kilo pro Einwohner. Bei der Trennung gibt es noch erhebliches Potenzial, denn manche Bürger haben Bedenken in Sachen Hygiene. Doch es gibt Möglichkeiten, schlechte Gerüche zu vermeiden. Wir haben den sogenannten Biofilterdeckel, denn für interessierte Haushalte wird der auf die Biertonne montiert. Wir haben rund 2000 Biofilterdeckel im Einsatz zurzeit. Ist für die Bürger, die was den Gestank der Biertonne nicht leiden können, beziehungsweise auch gegen die Madenbildung. Der Abfallverband Korneuburg will damit noch mehr Menschen dazu bewegen, richtig zu entsorgen. Die Variante mit dem Biofilterdeckel wird seit mittlerweile 15 Jahren angeboten und besteht im Wesentlichen aus einem natürlichen Substrat. Dies ist im Prinzip wie bei einem normalen Deckel, nur es sind oben Lüftungsschlitze, wo ein Filtermaterial drinnen ist. Das sind aus Kokosfasern hergestellte Filterkuchen. Die sorgen, dass die Tonne sehr wohl belüftet wird. Und daher entstehen keine unangenehmen Gerüche. Zu den 2000 Deckel, die bereits ausgegeben wurden, kommen jedes Jahr rund 100 neue Deckel dazu. 2 bis 3 Jahre lang zeigen sie Wirkung, dann wird das Filtermaterial ausgetauscht. Unabhängig davon gibt es allgemeine Tipps, wie jeder Einzelne Geruchsbelästigung vorbeugen kann. Also auf jeden Fall die Tonne in einen schattigen Platz stellen, damit sie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Und keine flüssigen Bioabfälle, sprich Bratensäfte und Öl oder so weiter, hineinschmeißen. In Korneuburg gibt es bisher nur positive Rückmeldungen zum Biofilterdeckel. Die Kosten von 21 Euro werden übrigens zu je einem Drittel von Gemeindebürger und Abfallverband bezahlt. Diesen Beitrag präsentierten die niederösterreichischen Umweltverbände.